Ach, geschätzter Herr Kollege Flier von der CSU. Ja, warum gibt es dann denn in Bayern die 10H-Regel? Sie haben das gerade so dargestellt, als wenn man sie sowieso nicht brauchen würde, weil das alles in Einzelgutachten gestellt wird. Fakt ist aber doch, dass wir als Politiker und Sie sich schon gar nicht als Regierung hier zurückziehen können hinter irgendwelchen Gutachtern. Nein, wir müssen die Richtung, die politische Richtung vorgeben. Und was Sie jetzt in Ihrer Rede leider nicht vorgegeben haben, scheint aber Ihr Ministerpräsident Söder heute doch eigentlich schon etwas weitergedacht zu haben. Er hat nämlich im Prinzip rhetorisch die Windkraft faktisch beerdigt. Und die einzige Studie, die es dazu gibt, und da haben Sie vollkommen recht, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, übrigens auch gerne von Herrn Söder zitiert, die sagt genau, 1200 Tonnen Insekten sterben an diesen Anlagen. Und Sie wollen das einfach so wegwischen, auch im Artenschutz, das kann doch nicht sein. Und da stelle ich mir oder stelle ich Ihnen die Frage, wenn es nur so wenige Studien gibt, was Sie ja monieren, warum gibt es im tollen Wissenschaftsland Bayern denn dann nicht mehrere Studien? Warum haben Sie die dann nicht schon längst eingefordert und gefördert? Bitte erklären. Ja, Herr Kollege, wenn Sie mir zugehört hätten, dann hätten Sie mitbekommen, dass 10H eben nichts für die Frage des Natur- und Artenschutzes letztendlich Auswirkungen zeitigt, dass dies nicht relevant ist, weil es bei 10H um was anderes geht, da geht es um die baurechtliche Frage. Natur- und Artenschutz ist für uns ein zentraler, wesentlicher Punkt. Und gerade auch ich nehme das wirklich sehr ernst, weil wir eben auch gerade unzerschnittene, unverfälschte Landschaften erhalten müssen, da besonderes Augenmerk auch darauf legen müssen. Aber ich sage es Ihnen auch gerne nochmal, 10H ist eben insbesondere auch ein Schutz und ermöglicht eine weitreichende Einbindung der Bürger vor Ort und insbesondere, dass eben ein Ausbau eben nicht gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung geschieht. Dafür brauchen wir 10H. Wir brauchen auch den zum Schutz der Wohnbebauung. Wir brauchen aber dann natürlich auch, dass die Maßgaben des Artenschutzrechts entsprechend berücksichtigt werden. Beides nebeneinander ist jederzeit möglich. Deswegen brauchen wir 10H in einer reformierten Form, aber natürlich auch gleichbedeutend im Rahmen des Klimaschutzes auch den Artenschutz, der berücksichtigt werden muss. Vielen Dank.